Ja, ich stehe hier mit Mike Bosenbrück, Pitcher für die Buchbinder Legionäre. Mike, zurück von der Harlem Honkball Week. Gute Leistung gebracht da gegen Chinese TP, 8 in den Shutout. Wie war deine Erfahrung mit der Nationalmannschaft? Sehr cool, geil. Ich meine, da habe ich lange nach gearbeitet und endlich ist es ausgekommen, dass ich von der Nationalmannschaft mitspielen darf. So, geile Erfahrung, gutes Turnier, gute Mannschaft. Da was will man noch mehr? Gutes Wetter, zurück in der Heimat und kann man wenig sagen. Ja, du sagst es, zurück in der Heimat, jetzt geht es wieder weiter in den Playoffs. Letzte Woche mussten die Legionäre ohne dich auskommen, den Split geholt in Paderborn. Wie siehst du die Ausgangslage jetzt für heute und wenn es Spiel 5 geben sollte für morgen? Es ist wichtig, dass wir da ein Spiel geholt haben. Sehr cool, es ist gut, dass wir wieder da sind vor der Heimkulisse. Und ja, ich sehe unsere Chance, wenn wir so weitergehen, gut. Denn hoffentlich brauchen wir kein Spiel 5. Wenn es sein sollte, dann muss es mal. Ja. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir heute das zwei Spiele gewinnen. Kannst du noch kurz was sagen zu Justin Kühn? Letzte Woche konnte er nur 2 Innings pitchen. Weißt du da was, wie es seiner Hand im Moment geht jetzt nach nochmal einer Woche Pause? Das weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen mit ihm geredet. Er hat gesagt, es wird immer besser, aber das muss man sehen. Das kann natürlich, das kann anders sein wie auf dem Mount. Das kann jetzt gut anfühlen und wenn man im Spiel bist, auf einmal wieder anders. Das weiß ich nicht. Aber er hat gemeint, das fühlt sich gut an und ja, mehr können wir auch nicht fragen und das ist es halt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Spiele heute und falls es sein muss, morgen. Und wir sehen uns nach den Spielen wieder. Dankeschön. Danke. Ciao.